Darf man in einem islamischen Land auswandern, wenn die Eltern es verbieten? Es gibt Gelehrte, die sagen, es ist verpflichtend auszuwandern, wenn man in Ländern der Nichtmuslime lebt. Dann ist es verpflichtend auszuwandern. Und es gibt Gelehrte, die sagen, es ist nicht verpflichtend. Und wallahu ta'ala ala wa'alam, die meisten Gelehrten sagen, es ist verpflichtend auszuwandern. Wenn man das als Pflicht sieht, dann hier ist das unabhängig von der Entscheidung der Eltern, weil man das als Pflicht sieht. Aber wenn man der Ansicht folgt, und das ist eine starke Ansicht, dass man so lange in den Ländern der Nichtmuslime leben kann, solange man seine Religion praktizieren kann, dann ist es beliebt auszuwandern. Wallahu ta'ala ala wa a'lam.